Ja, hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Drakensang am Fluss der Zeit. Wir sind in der Arena und haben den ersten Gegner in der letzten Episode schon besiegt und machen jetzt den nächsten. Ich werde aber vorher einen Amadrutz raufschmeißen, denn jetzt werden die Gegner stärker. Und somit werde ich jetzt alles dran setzen. Gesperrt habe ich und es geht los. Ja, wollt ihr wetten? Auf mich, Meister. Ich sterbe in den Ring. Der Gegner ist Connor. Der Einsatz ist 4 Dukaten. 4 Dukaten ist gut. Hier habt ihr das Geld. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Connor. So, wer ist das? Oh Gott. Was ist das da? Ach Gott. Porno-Check. Kein Mann großer Worte, was? Kämpf! Ja, ich kämpfe schon. Ach Gott, du bist so ein Vogel, echt. Brenne. Kugelblitz. Donnerkeil. Donnerkeil. Fertig. Das war's. Mein Respekt. Ach super. Zu meinem Leidwesen hat er auf den Gegner gesetzt, der Kuano. Du bist sehr nett. Der setzt immer auf den Gegner. 8 Dukaten gewonnen. Oh, das war also 4. Ein Kampf. Ihr habt wirklich was drauf. Alle Achtung. An dieser Niederlage hat Connor bestimmt zu knapp. Ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich ertränkt er seinen Frust in der Taverne. Schaut doch mal bei ihm vorbei, wenn ihr möchtet. Ach ja, und hier ist euer Gewinn. Dankeschön. 8 Dukaten. 4 Dukaten. 4 Dukaten habe ich gewonnen. Tretet gegen den nächsten meiner Kämpfer an. Es winkt ein höherer Gewinn. Was sagt ihr? Oder müsst ihr euch erst erholen? Ich muss mich erst erholen. Abgemacht. Weil ich möchte immer wieder speichern. Das ist mir schon ein bisschen lieber. Amadrutz raufschmeißen. So, dann werde ich jetzt speichern. Auf jeden Fall jetzt einmal. Ja, jetzt werde ich schon langsam müde, Leute. Also doch schon kurz vor 4 in der Früh. So, gespeichert habe ich. Na, wollt ihr wetten? Ich steige in den Gegner Ring. Gegner ist Ifernia. Oh, Ifernia. Der Einsatz ist 6 Dukat. Das ist ja die Ding, die, die Amazonin, ne? Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, ja. Meiner? Ja, die ist schon um einige stärker jetzt. Also es wird stärker. Wie wär's mit einem Umtrunk nach dem Kampf? Ich trinke nicht mit Verlierern. Was? Kangosha! Okay. So macht man das. Dann wirst du mal brennen. Dann wirst du Kugelblitz abbekommen und Donnerkeil und geht schon. Da bist du wahrscheinlich. Die ist nämlich stärker. Einige stärker, Leute. Ronda, gib mir Kraft. Nein, eine Amazone verliert. Ja, das war's schon. Mein Respekt. Zu meinem Leidwesen habe ich auf den Gegner gewettet. Ah, ist Pech. Hat verloren, die liebe komische da. Oh, das war ein Kampf. Ihr habt wirklich was drauf. Alle Achtung. Ich weiß. Hier ist euer Gewinn. 12 Dukaten, dankeschön. Ifernia hat noch etwas auf dem Herzen. Okay. Ich muss eingestehen, ihr habt gut gekämpft. Du hast schlecht gekämpft. Nee, es hatte passt. Er war deine würdige Gegnerin. Und doch habt ihr mich besiegt. Eure Kampfkünste verdienen Anerkennung. So lasst mich euch dies als Geschenk machen. Amazonenhelm halten. Brauche ich nicht. Ich danke euch. Ich werde es in Ehren halten. Doch nun entschuldigt mich. Ich werde mich eine Weile ausruhen und darüber nachdenken, was ich als nächstes tun werde. Vielleicht trifft man sich auf einen Plausch in der Taverne.
Geht's alle immer in die Taverne? Eine beeindruckende Frau, nicht wahr? Ja, ja, schon super. Fürwahr. Nun tretet gegen den nächsten meiner Kämpfer an. Es winkt ein höherer Gewinn. Was sagt ihr? Oder müsst ihr euch erst erholen? Also ich würde mich schon gerne erholen, wenn ich ehrlich bin. Abgemacht. So, ja, Amadruz habe ich keiner mehr oben. Werde ich mir aber zaubern, werde speichern. Jetzt kommen nämlich wirklich schon schwere Gegner. Amadruz. So, gut. Dann gehen wir's an, Leute. Würde ich mal sagen. Geht schon, nächster Gegner. Ah, wollt ihr wetten? Auf mich, Meister. Gegner ist Tragash, Sohn des Tulrocks. Okay. Einsatz ist 8 Dukaten. 8 Dukaten. Hier habt ihr das Geld. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja. Du bist weit gekommen, du halbe Portion. Doch an mir kommst du nicht vorbei. Ach du Scheiße, was ist denn das für einer? Tragash, Sohn des Tulrocks. Die halbe Portion bist du. Große Worte von einem kleinen Mann. Kannst du nur angeben oder auch kämpfen, meinst du? Ja, große Worte von einem kleinen Mann. Das sagst du nicht nur einmal. Ach Leute, der ist schon wirklich stark. Für den, dass er so klein ist auch noch. Es brennst du mal. Dann wirst du mal Kugelblitz einfangen. Wieder das da, das da, das da. So, weil der ist nämlich schon wirklich... der ist schon stark, ja. Fertig. Boah, der ist schnell gegangen. Cool, nächster. Fertig. Oh, das war ein Kampf. Ihr habt wirklich was drauf. Alle Achtung. Ah. Hier ist euer Gewinn. 16 Dukaten, Dankeschön. Tretet gegen den nächsten meiner Kämpfer an. Es winkt ein höherer Gewinn. Was sagt ihr? Oder müsst ihr euch erst erholen? Ich muss mich erholen. Abgemacht. Immer wieder erholen, speichern. Denn jetzt wird's immer schwerer. Bis jetzt ist es auch nicht gegangen. Muss mal kurz schauen. So, ich muss einmal kurz, ja, also, dann werden wir jetzt einmal Amadruz raufschmeißen. Ich werde mich aber jetzt noch erholen lassen. Astralenergie werde ich jetzt raufpushen mal. Wir wollen Arena-Meister werden, Leute. Das finde ich cool. Arena-Meister will ich werden. So, Amadruz. So. Spiel speichern. Weiter. Und es geht los. Na, wollt ihr wetten? Ich steige in den Ring. Gegner ist Turaz. Turaz. Der Einsatz ist 10 Dukaten. Boah. Hier habt ihr das Geld. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Der ist schon richtig stark. Was ich weiß. Oh. Du seid stark. Würdiger Gegner für Turaz. Ein Ork. Ein Ork mit Benehmen. Ich bin überrascht. Das nehme ich. Nicht reden. Zeig mir deine Kraft. Okay, mach ich. Gut, wie fangen wir an? Ich lasse ihn wieder mal brennen. Dann haue ich ihm einen Kugelblitz drauf. Und wieder... ein paar Donnerkeile. Der ist nämlich nicht schlecht, Leute. Hergeben musst. Fertig? Mein Respekt. Zu meinem Leidwesen habe ich auf den Gegner gewettet. Okay. Also das war überraschend schnell. Das hätte ich mir erst nicht gedacht. Ihr habt Turaz besiegt. Unglaublich. So weit ist vor euch noch keiner gekommen. Ihr habt ja euren Gewinn. 20 Dukaten, Dankeschön. Doch wenn ihr euch wahrhaft jetzt Champion dieser Arena nennen wollt, müsst ihr noch einen Kampf bestehen. Und das wird der heftigste Kampf. Gegen wen? Da alle meine Kämpfer besiegt sind, werde ich euer Gegner sein. Das hier ist stark. Außerdem möchte ich auch gern die Dukaten zurückgewinnen, die ihr mir abgenommen habt. Sicher nicht. Was sagt ihr? Ich bin dafür. Für diesen Kampf muss ich mich noch vorbereiten.
Abgemacht. So, ich muss mich für diesen Kampf noch vorbereiten, Leute. Und werde jetzt auf jeden Fall meinen Armatruz raufschmeißen. Dann werde ich mir... Also werde ich mal speichern. Denn dieser Gegner hat's in sich. So, Spiel speichern. Aber den werde ich schon schaffen, schätze ich mal. Ich hoffe. Also unterschätzen tue ich ihn auf jeden Fall nicht, weil der ist wirklich brandgefährlich, der Kerl. So, tue ich einmal das rauf. Lasse ich das einmal rauf. Peitschen, ein bisschen der Astralenergie. Jetzt kommt nämlich er. Das ist der Arenameister. Und wenn ich den besiegt habe, bin ich Arenameister. Cool, das wäre super. Los geht's. Na, wollt ihr wetten? Auf mich, Meister, ich steige gegen euch in den Ring. Ich freue mich, dass ihr die Herausforderung nicht scheut. Ich messe meine Kräfte mit euch, sobald ihr den Einsatz von 15 Dukaten gezahlt habt. Mache ich. Ihr habt das Geld. Los geht's. Ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Ja, ich auch. Zeigt mir euer Können. Haltet euch nicht zurück. So, der ist nämlich wirklich stark. Keine Sorge, ich werde euch nicht schonen. Seid ihr sicher? Ja, wie ihr wollt. Keine Sorge, ich werde euch nicht schonen. So soll es sein. Gut. Also, der ist nämlich wirklich stark, Leute. Ist ja nicht umsonst Arena-Meister. Brennen wir da trotzdem. Kugelblitz. Donnerkeil. So, los geht's. Ein guter Treffer. Enttäuscht mich nicht. Zeigt euer Können. So. Was macht ihr? Ihr seid wirklich stark. Kangrosha, so macht man das. Warum nimmst du keinen Einbeersaft? Probier's über die Rückhand, damit rechnen sie nicht. Hast du dich für sowas ja, tot. Ich hab's nicht geschafft. Der ist richtig stark. Aber ich werde laden. Ja, so. Spiel laden. Nö. Hier. Ich werde laden, Leute. Ja. Das ist blöd. Also das ist wirklich, wenn der dich umwirft. Oh, der ist wirklich sehr, sehr stark. Habe ich ja gewusst. Aber trotzdem werden wir ihn schaffen. Ich habe verloren, Leute. Aber den schaffe ich, Leute. Lange hätte er nicht mehr gebraucht. Jetzt müssen wir warten. Laden. Armatruz habe ich mir raufgeschmissen, oder? Warte mal kurz. Weiß ich jetzt gar nicht. Wartet mal, ja, 12 Minuten. Es geht sich aus, Arenameister zu werden in dieser Folge noch. Ja, komm doch. Lade nicht so lang. So, ich bin bereit. Armatruz ist drauf. Hä? Was ist jetzt? Hallo? Hallo? Leute? Hm? Ich glaube, ich muss noch einmal laden, Leute. Was soll das? Warum ist das festgebackt? Ist hängen geblieben, das Spiel, oder was? Leute. Habt ihr gesehen, hab nichts machen können. Ich kann nichts machen, Leute. Hallo. Ich kann nichts machen. Ach so. Warum ist das auf Pause gewesen? Na, wollt ihr wetten? Ich freue mich, dass ihr die Herausforderung... Ihr habt das Geld. Und jetzt geht's los. Red nicht zu viel. Ich freue mich sehr. So. So, jetzt geht's los. Du wirst einmal brennen. Dann wirst du Kugelblitz. Das und das. Und jetzt geht's einmal los. Ja. Ein guter Treffer.
Fertig! Ja, Champion der Arena! Das war jetzt eh einfach. Ah! Das war super, Leute. Gut, ja, ich bin Arena-Meister. Rund das Klingen. Ihr habt mich besiegt. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber ich muss eure Überlegenheit anerkennen. Ihr habt wirklich außerordentliches Kampfgeschick bewiesen. Ja, ich bin auch gut. Hier. 30 Dukaten. 30 Dukaten sind euer. Nehmt zudem mein altes Schwert. Das ist doch blöd, ich will das nicht. Die Zeit meiner Abenteuerreisen ist vorüber. Aber ihr seid würdig, es zu tragen. Mag es euch zu Ruhm und Ehre verhelfen, nee, wenn ihr euch in der Welt da draußen einen Namen macht. Ich will den nicht. Ich ihr seid das nun zu Recht der offizielle Champion der Arena. Aber vergesst nicht, auch ein Champion muss stets trainieren, um ein Champion zu bleiben. Disziplin und Ausdauer sollten euer Begleiter sein. Ja, genau. Da habt ihr recht, das werde ich nicht vergessen. Auch wenn ihr mich besiegt habt, kann ich euch vielleicht noch den einen oder anderen Trick beibringen. Ihr seid stets willkommen. Ja, wir sind Arena-Meister, Lehre. Was könnt ihr mir beibringen? Also, vielleicht können wir da ein bisschen was verspotten? Was ist denn verspotten, Leute? Durch gezielte Spötteleien und Beleidigungen versucht der Held, einen Gegner auf sich zu ziehen. Dazu wendet er sich dem Feind zu und wirft ihm Schmähungen entgegen. Der Gegner wendet sich von seiner Macht und zieht ab und schaut. Nö, das ist doch total sinnlos, Leute. Raserei! Der Held versetzt sich in wilde Raserei und schlägt auf seine Gegner ein. Dabei wird sein Angriff stärker, seine Parade jedoch geringer. Aha. Kann eher einen Wuchtschlag machen? Nö. Niederwerfen. Klingensturm. Was ist das hier? Eine offensive Kampfhaltung, die es ermöglicht, drei Blitzschnelle hintereinander folgende Attacken durchzuführen, von denen der Gegner nur eine parieren kann. Ja. Vorgreben vielleicht? Finte. Benötigt oder was? Gezielter Wurf. Vielleicht was? Sie? Gezielter Wurf? Na, kann der Stiesel machen, gezielter Wurf, oder? Nö. Wurfwaffen, okay. Ausdauer, Rüstung, Schildkampf, Armbrust. Hat er eigentlich da vorgegeben schon Armbrust? Ja, hat er schon. Nö, brauche ich nichts. Arena-Meister, Leute! Ich bin Arena-Meister! Jawohl, jetzt haben wir einiges an Dukaten. Wie viel? 129 Dukaten, ja. Somit könnten wir uns eigentlich... Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall Arena-Meister. Seid gegrüßt. Braucht ihr... So, hast du was für mich? Handel. Einbärensäfte nehme ich mir gerne für 3 Dukaten mit. Das ist auf jeden Fall Gladiatorenschulter. Ja. Was hat denn er für Schultern? Das linker Arm 2. Nö, 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 nö. Hä? Achso. Gladiatorenhelm, er hat eher einen guten Helm jetzt. Anleitung Schneidzahn. Was ist das? Wurfwaffe. Nö. Aber kein... Dieses Rezept brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Amazonenhelm habe ich. Fertig. So. Leute, Leute. Und jetzt geht's weiter. Wir sind mit der Arena durch. Haha. Dass ich das erleben durfte. Arndt Wulfgrimm besiegt. Ja. Ich wusste, dass ihr es schafft. Genau. Hier, nehmt bitte diese Dukaten. Das sind mir eure Kämpfe wert. Es ist eine Freude, euch zuzusehen. 5 Dukaten, vielen Dank. Das ist schön. Wollt ihr an meinem Fachwissen teilhaben? Was sagt der Experte, wer gewinnt? Tja, Kanor trägt den Beinamen Keiler nicht von ungefähr. Aha. Aber auch Krüppelmacher Reto ist kein Waisenknabe. Schwierig.
Aber ich denke, die beiden sind chancengleich. Okay. So, Hyde, die haben auch noch was zu sagen. Ein Hoch auf den neuen Champion! Aber leider habe ich dieses Mal nicht auf euch gesetzt. Okay. Ich dachte, unser Kampfmeister wäre unschlagbar. Aber ich lag falsch. Meine Hochachtung für euer Kampfgeschick. Ja, ja. Danke. Du siehst, wo bleiben die Dukaten? 130 Dukaten habe ich jetzt. Ich kann sogar leveln. Das werde ich auch tun. Ich möchte mir zusammensparen auf eine Robe. Die kostet aber 144 gleich. So, wir gehen jetzt raus von da. Und dann beende ich diese Folge auch schon. Und wir machen dann in der Jubiläumsfolge, oder? Ja, Jubiläumsfolge 70 weiter. Und werde jetzt aber noch bevor die Jubiläumsfolge, bevor ich diese Let's Playe, werde ich diese Session, diese Sitzung hier beenden. Die geht ja schon seit 12 Uhr Mitternacht und jetzt ist es gerade 5 Minuten nach 4 Uhr am Morgen. Und ich gehe jetzt Schlaf machen. Ich gehe jetzt Mützen, Leute. So, dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Was wir da weitermachen, das werden wir noch sehen. Ich beende diese Folge auf jeden Fall jetzt einmal. Und bedanke mich bei euch. Ich gehe mal zum Marktplatz, oder? Ist das der Marktplatz da hinten? Ja, das ist der Marktplatz. Diese Hühner da, die gehen mir auf den Nerven, echt. Schneider Makusi, ja, ja. So, liebe Leute, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. So wie es, egal ob jetzt diese Sitzung aus ist. Wir sehen uns sowieso morgen wieder, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, Game Over and Out. Euer Zong. Ciao.